Wer kennt das nicht? Kopfschmerzen oder eine leichte Erkältung. Viele Menschen behandeln diese Symptome oft mit rezeptfreien Arzneimitteln. Doch Vorsicht ist geboten bei der Kombination mit anderen Präparaten. Im schlimmsten Fall können zwischen den einzelnen Arzneimitteln Wechselwirkungen mit ernsthaften Konsequenzen auftreten. Also die schlimmste Nebenwirkung, die bei auftreten kann, beziehungsweise die bestimmte Folge einer Wechselwirkung, ist ein Organversagen, dass die Niere oder die Leber versagt. Tritt beispielsweise auf, wenn bestimmte Antibiotika mit cholesterinsenkenden Mitteln kombiniert werden. Schon nach wenigen Tagen kann es zu einem Nierenversagen kommen. In der Regel handelt es sich aber um weniger schlimme Wechselwirkungen. Die Blutdruckwert steigt beispielsweise bei gleichzeitiger Gabe von dem blutdrucksenkenden Mittel mit einem Schmerz- oder Rheumamittel wie Diclofenac. Das kann man aber korrigieren, indem die Medikation entsprechend angepasst wird. Ungewünschte Wechselwirkungen sind aber auch bei scheinbar harmlosen rezeptfreien Präparaten möglich. So beeinträchtigt beispielsweise Johanniskraut die Wirkung der Antibabypille. Calcium kann die Wirkung von Medikamenten gegen Osteoporose hemmen. Also Mineralstoffpräparate können mit zahlreichen Medikamenten Wechselwirkungen haben. Beispielsweise mit Antibiotika können sie Komplexe bilden, so dass die Wirkung des Antibiotikums fast vollständig zum Erliegen kommt. Wichtig ist sowohl für den Arzt, aber auch vor allem für den Apotheker, dass wir beide möglichst umfassend Bescheid wissen über die Medikamente, die der Patient nimmt, aber auch über die Nahrungsergänzungsmittel, die er durchaus auch außerhalb der Apotheke sich kaufen kann, um ihm ein möglichst hohes Maß an Arzneimittelsicherheit bieten zu können. Wechselwirkungen zwischen Medikamenten sollten also nicht unterschätzt werden. Im Zweifelsfall gilt also der berechtigte Hinweis, den Arzt oder Apotheker lieber einmal mehr um Rat fragen.